Nach ihrer Hochzeit in Las Vegas möchten Kourtney Kardashian und Travis Barker offenbar auch im kleinen Familienkreis feiern. Erst kürzlich sorgten Kourtney Kardashian, 42, und Travis Barker, 46, für eine große Überraschung. Sie machten öffentlich, dass sie in Las Vegas geheiratet haben. Doch die Blitzhochzeit ist offenbar noch nicht amtlich. Das Paar soll derzeit aber eine weitere Zeremonie planen. Diesmal im Kreise der Familie. Sie wollen keine große Hochzeit, erzählt ein Insider im Gespräch mit dem US-Magazin People. Stattdessen planten Kardashian und der Blink-182 Schlagzeuger offenbar eine intime Zeremonie und Party mit der Familie und engen Freunden. Kourtneys Familie möchte ein Teil davon sein und keiner wolle die schnelle Las Vegas-Hochzeit so stehen lassen, meint die anonyme Quelle. Zuvor sei aber noch das Ganze drumherum geplant, mit Brautparty und Junggesellinnenabschied. Kourtney Kardashian hatte keine Lizenz. Auf Instagram teilte Kardashian Anfang April mit, dass sie und Barker sich im Anschluss an die Grammys vor einem Elvis-Imitator das Ja-Wort gegeben hatten. Sie erklärte aber auch, dass die beiden keine Heiratslizenz hatten, was die Ehe vor dem Gesetz wohl nicht amtlich macht. Es war einmal in einem weit, weit entfernten Land, Las Vegas, als sich eine Königin und ihr gutaussehender König um 2 Uhr morgens nach einer epischen Nacht und ein bisschen Tequila zur einzig offenen Kapelle mit einem Elvis wagten und geheiratet haben ohne Lizenz, schrieb Kardashian. Außerdem mache Übung den Meister, fügte sie an. Dazu veröffentlichte sie mehrere Bilder aus der One Love Wedding Chapel in Las Vegas. In der Fernsehshow von Jimmy Kimmel, 54, erzählte Kourtney Kardashian später, dass sie und Barker richtig heiraten wollten, es ihnen aber spätnachts nicht mehr möglich war, eine Lizenz zu bekommen. Ihre Schwester Kim Kardashian, 41, offenbarte zudem, dass sie erst am Morgen danach im Familienchat von der Hochzeit erfahren habe.